Corona aktuell, der Podcast der Bundesregierung. Hallo, willkommen zu einer weiteren Folge von Corona aktuell, dem Podcast der Bundesregierung. Ich bin Sven Siebert, ich bin Journalist und ich spreche hier mit Mitgliedern der Bundesregierung und Leitern von Bundesbehörden über das, was in der Corona-Krise passiert. Ich möchte gerne wissen, wie es im Maschinenraum der Regierung zugeht, wie Rettungspakete geschnürt, Gesetze gemacht werden oder wie wir Kindern helfen können. Heute habe ich einen Gesprächspartner aus einem Bundesinstitut, auf dem in dieser Zeit besondere Erwartungen lasten. Klaus Zichotek ist Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts. Das liegt in Langen in der Nähe von Frankfurt am Main. Und das ist die Bundesbehörde, die in Deutschland für die Zulassung und Überwachung von Medikamenten und Impfstoffen zuständig ist. Klaus Zichotek ist Professor für Biochemie, Chemie und Pharmazie. Er hat in Münster studiert und promoviert, war Gastwissenschaftler in Berkeley, Kalifornien. Seit mehr als 30 Jahren arbeitet er beim Paul-Ehrlich-Institut. Und seit gut 10 Jahren ist er da der Chef. Guten Tag, Herr Zichotek. Hallo. Herr Zichotek, Sie haben selbst an ähnlichen Konzepten geforscht, wie sie jetzt in der aktuellen Impfstoffentwicklung angewandt werden. Wie sicher sind Sie, dass es einen wirksamen und verträglichen Impfstoff gegen SARS-CoV-2 geben wird? Die Wahrscheinlichkeit ist aus derzeitiger Sicht recht hoch. Denn wir wissen von den Impfstoffentwicklungen gegen ein verwandtes Coronavirus, das MERS-Coronavirus, dass eine Impfung mit einem bestimmten Antigen Schutz ermöglicht im Tiermodell. Wir wissen, dass es schon 7 klinische Prüfungen zum jetzigen Zeitpunkt weltweit gibt. Von Impfstoffkandidaten weitere 80 Impfstoffprojekte laufen. Und wir haben einige technologische Entwicklungen, die es wahrscheinlich machen, hier relativ schnell zu reagieren und eine gute Impfstoffentwicklung voranzutreiben. Um da nochmal nachzuhaken. Aus der Geschichte wissen wir, dass es nicht immer gelingt, einen Impfstoff zu entwickeln. Es gibt keinen Impfstoff gegen AIDS, es gibt keinen Impfstoff gegen Malaria. Der gegen Tuberkulose ist nicht besonders wirksam. Was macht Sie optimistisch, dass es diesmal klappt? Das liegt daran, dass wir bei MERS-Coronavirus Impfstoffentwicklungen hatten, die auch am Paul-Ehrlich-Institut erforscht wurden und wir hier ganz klar im Tiermodell einen Schutz zeigen konnten. Übrigens gibt es auch das erste Ergebnis, zumindest im Tiermodell, von einem inaktivierten Impfstoff gegen Coronavirus 2. Und es scheint in dieser Beziehung eine relativ unkomplizierte Sache zu sein, zu schützen. Allerdings müssen wir Wert darauf legen, dass die Impfstoffe auch verträglich sind, um diese Balance zu finden. Das wird die Herausforderung sein. Wann werden wir denn wissen, ob es einen funktionierenden Impfstoff gibt? Die Wahrscheinlichkeit für einen funktionierenden Impfstoff steigt mit dem Fortschreiten der Entwicklungsphasen. Meilensteine werden sein der Abschluss von präklinischen Untersuchungen am Tier, die Schutz zeigen können, aber auch der Abschluss der klinischen Prüfung Phase 1, wo vielleicht Verträglichkeitsprobleme schon zutage treten oder ausbleiben. Und vor allen Dingen muss noch das richtige Impfstoffprodukt jeweils ausgewählt werden und die richtige Dosierung gefunden werden. Aber insgesamt ist die Wahrscheinlichkeit für eine positive Impfstoffentwicklung hoch. Und das heißt, wir werden es wissen in einigen Wochen oder in einigen Monaten? Von Seiten des Paul-Ehrlich-Instituts halte ich mich hinsichtlich exakter Voraussagen für eine Zulassung zurück. Denn die WHO hat sich hier bereits geäußert und hat 15 bis 18 Monate angegeben. Wir treiben die Entwicklung voran. Für uns ist es wirklich hier, schnelle Entwicklung zu machen bei aller notwendigen Sorgfalt. Da kommt es nicht darauf an, jetzt schon genaue Zeitpunkte zu nennen, sondern es ist viel besser, diese Zeitpunkte eventuell sogar zu unterschreiten. Die jetzige Eindämmungs- und Abbremsungsstrategie beruht doch auf der Überzeugung, dass in absehbarer Zeit ein Impfstoff tatsächlich zur Verfügung steht. Ohne Impfstoff ergibt es doch gar keinen Sinn, oder? Das ist so nicht richtig. Die Abbremsstrategie hat das Ziel, eine Überforderung des Gesundheitssystems zu vermeiden. Gleichzeitig erreichen wir dadurch aber, dass Therapien gesucht werden, optimiert werden. Und natürlich gewinnen wir auch Zeit, um einen Impfstoff zu finden. Das heißt, die Abbremsstrategie hat schon mehrere Möglichkeiten, die sie uns eröffnet. Und wir hoffen natürlich, dass am Ende der Impfstoff so gut sein wird und auch in ausreichender Menge zur Verfügung stehen wird, dass die Pandemie damit endgültig bekämpft werden kann. Wenn es aber keinen Impfstoff oder kein wirkungsvolles Medikament gibt, dann müsste man doch eine Abbremsungsstrategie noch sehr lange fortsetzen, oder? Wenn wir Glück haben, kriegen wir genügend Impfstoffe, um die Pandemie am Schluss vollständig zu bekämpfen. Wenn das etwas länger dauert, werden wir noch eine Zeit lang mit dieser Abbremsstrategie leben müssen. Angenommen, eines der aktuellen Projekte führt tatsächlich zu einem funktionierenden Impfstoff.
Wenn der jetzt geprüft werden muss in diesen klinischen Prüfungen und dann wiederum von Ihnen geprüft werden muss, wie lange dauert es günstigstenfalls, bis so eine Zulassung abgeschlossen ist? Wirklich lange dauert der Entwicklungszeitraum. Die notwendigen nicht-klinischen Untersuchungen sind zu machen, aber jetzt beginnen ja schon klinische Prüfungen und die dauern im Allgemeinen einige Monate. Ich gehe bisher davon aus, dass wir gegen Ende des Jahres über größere Phase-2-3-Prüfungen nachdenken können. Wenn die Ergebnisse der klinischen Prüfung Phase 1 und 2-3 positiv sind, können wir im nächsten Jahr darüber reden, wie der Weg zur Zulassung aussehen würde. Aber wir beraten jetzt schon mit den Impfstoffherstellern genau diesen Entwicklungspfad, um da zügig voranzukommen. Das heißt, momentan ist die Vorhersage, gute Ergebnisse abwarten, Anfang nächsten Jahres nochmal sich fragen, wie können wir mit der Zulassung vorangehen, denn zugelassene Impfstoffe gewährleisten, dass sie geprüft sind, objektive Daten gefunden wurden zur Sicherheit und Wirksamkeit. Klinische Prüfung Phase 1 heißt, ich prüfe diesen Impfstoff an einigen Dutzend, wenigen hundert Probanden, Testpersonen, wenn ich das richtig verstehe. In der zweiten Phase oder in der dritten Phase kann man dann mit sehr viel mehr Menschen einen solchen Test durchführen. Habe ich das richtig verstanden? Das ist korrekt. Die Phase 1 dient dazu, erstmal generell explorativ große Sicherheitsprobleme zu erkennen und erst die Ideen über die Dosis zu entwickeln. Und das sind normalerweise 100, vielleicht 200 Probanden im Impfstoffbereich, meistens gesunde Erwachsene, an denen man den Impfstoff nach freiwilliger Teilnahme und Aufklärung erprobt. In der Phase 2 geht man dann etwas weiter. Man kann bis zu 1000 Probanden einschließen. Hier wird genauer nach der exakten Dosis und nach dem Impfschema geguckt. Das heißt, impfen wir ein- oder zweimal. Den Abschluss bilden meistens Phase-3-Prüfungen, an denen mehrere Tausend, manchmal einige wenige 10.000 Probanden eingeschlossen werden, um wirklich mit statistischer Signifikanz zu ermitteln, was könnten hier Nebenwirkungsprobleme sein und wie steht es mit der Wirksamkeit eines Impfstoffprodukts. Es geht ja immer darum, dass es nicht nur vor einer Infektion schützt, sondern dass man nicht vom Impfstoff selber krank wird. Das ist die Frage der Verträglichkeit, stimmt's? Das ist korrekt. Beim Impfstoff ist es so, dass der Nutzen weit überwiegen muss gegenüber den Risiken. Und was wir akzeptieren beim Impfstoff sind vorübergehende Nebenwirkungen, die erträglich sind, wie Rötungen oder Druckschmerz an der Einstichstelle. So wie ich das bei der Grippeschutzimpfung oder bei der Masernschutzimpfung auch kenne. So ist das, vorübergehender Kopfschmerz, vielleicht mal Fieber. Was wir nicht akzeptieren, sind bleibende Schäden. Aber innerhalb von klinischen Prüfungen kann man das natürlich nur bis zu einer gewissen Häufigkeit ermessen und muss dann im Feld weitere Eindrücke gewinnen. Aber dazu verfolgt das Paul-Ehrlich-Institut auch die Nebenwirkungsdaten nach der Zulassung und führt auch eine Chargenprüfung durch, sodass die Qualität auf jeden Fall hoch ist und wir können gegebenenfalls Maßnahmen ergreifen. Wenn jetzt so eine klinische Prüfungsphase mehrere Monate dauert und wir sprechen von 3 klinischen Prüfungsphasen, muss man dann sagen, das sind 3-mal mehrere Monate, bis ich zu Ergebnissen komme, auf deren Grundlage ich eine Zulassung erteilen kann? Normalerweise ist das so, aber wir sind alle gefordert, die Impfstoffentwicklung zu beschleunigen, ohne die Sorgfalt zu vermindern. Wir haben mit den entsprechenden Entwicklern schon darüber gesprochen, dass jetzt Phasen der klinischen Prüfung kombiniert werden, dass die wichtigen präklinischen Untersuchungen vor der Phase 1, aber einige andere dann auch neben der Phase 1 erhoben werden, sodass insofern eine Verkürzung der Entwicklungszeit sehr wahrscheinlich ist, ohne dass die notwendige Sorgfalt hier gemindert wird. Wenn man jetzt einen Impfstoff hat, von dem man weiß, er schützt gegen die Erkrankung, aber man weiß vielleicht noch nicht so genau, ob er jetzt unbedenklich einzusetzen ist, dann kann es sein, dass Leute sagen, das ist mir egal, ich möchte jetzt, dass ihr den bei mir einsetzt, ich setze mich diesem Risiko freiwillig aus. Ist das möglich oder ist das sozusagen vollkommen ausgeschlossen, ein solches Verfahren? Das ist ausgeschlossen, denn es ist verboten, bedenkliche Arzneimittel in den Verkehr zu bringen und zu entwickeln, sondern es geht um eine Abwägung von Nutzen und Risiko für den Einzelnen, aber auch für Public Health. Und genau das ist der Job des Paul-Ehrlich-Instituts. Auf Basis der objektiv gewonnenen Daten in nicht-klinischen klinischen Untersuchungen bei der Zulassung eine Nutzen-Risiko-Abwägung zu machen und dann festzustellen, dass ein solcher Impfstoff akzeptabel ist für die Anwendung. Das kann natürlich eingefärbt sein durch die jeweilige Situation und den Pandemiedruck, den es gibt. Aber trotzdem ist es wichtig, dass die Impfwilligen davon ausgehen können, dass sie informiert werden darüber, was
für Nebenwirkungen können hier auftreten, sind in der klinischen Prüfung tatsächlich beobachtet worden. Wie groß ist der Nutzen der Impfung? Und das könnte sich übrigens in Bezug auf verschiedene Altersgruppen oder Probandengruppen auch noch differenziert darstellen. Differenziert darstellen heißt, man könnte besonders gefährdeten Gruppen möglicherweise früher einen Impfstoff verabreichen als gesunden, jungen, ungefährdeten oder weniger gefährdeten Gruppen. Ich möchte das anders formulieren. Wir gehen jetzt davon aus, dass nach Abschluss der klinischen Prüfung der Phase 1 dann in der Phase 2 bestimmte vulnerable Gruppen schon eingeschlossen werden. Und das sind Personen mit besonderem Risiko, entweder für schweren Krankheitsverlauf oder besonderem Ansteckungsrisiko beispielsweise. Grundsätzlich werden aber unterschiedliche Impfstoffprodukte entwickelt und wir brauchen sicherlich mehrere Produkte und mehrere Hersteller. Und Impfstoffprodukte unterscheiden sich immer in gewisser Weise in Bezug auf ihre Charakteristika. Und das kann verschiedene Altersgruppen betreffen und andere Dinge. Und insofern werden wir davon ausgehen können, dass es da eine Varietät gibt und man wird dann darüber sprechen, zusammen mit der Ständigen Impfkommission am Robert-Koch-Institut, bei der das Paul-Ehrlich-Institut Gast ist, welche Impfungen für welche Gruppen empfohlen werden können. Es gibt jetzt Meldungen aus der Schweiz, auch aus England, aus China. Ein Impfstoff könnte noch dieses Jahr zugelassen werden. Im Jenner-Institut in Oxford, benannt nach dem Entdecker der Pockenschutzimpfung vor über 200 Jahren, da sprechen Sie davon, dass man schon im September vielleicht mehrere Millionen Dosen einsetzen könnte. Können die denn etwas, was wir in Deutschland oder was wir in der Europäischen Union nicht können? Nein, das ist nicht der Fall. Wir können das genauso und ich glaube, das ist ein Missverständnis. Was dort gesagt wird, ist, dass aufgrund der Technologien, die wir bei RNA-DNA-Vektorimpfstoffen haben, aber insbesondere bei RNA-DNA-Impfstoffen, können wir, wenn einmal ein bestimmtes Produkt selektioniert wurde und die Dosis feststeht, in relativ kurzer Zeit von wenigen Wochen Millionen oder mehrere Millionen Impfstoffdosen herstellen. Und es ist so, dass die entsprechenden Hersteller schon jetzt ihre Herstellungsstätten erweitern, ihre Abfüllstationen erweitern und sich darauf einrichten, dass sie vielleicht schon im Herbst größere Mengen von Impfstoff herstellen können. Aber Voraussetzung dafür, dass diese Mengen wirklich genutzt werden können, sind die Ergebnisse klinischer Prüfungen. Die dauern in der Schweiz, in UK genauso lange wie in Deutschland, USA oder China. Und selbstverständlich muss der Impfwillige darauf setzen können, dass die Impfstoffe anständig geprüft werden. Und hier hilft die große Erfahrung der Expertinnen und Experten des Paul-Ehrlich-Instituts, die übrigens aber mit den Arzneimittelbehörden sowohl in der Schweiz, in den USA oder sonst wo in der gesamten Welt bereits jetzt reichhaltige Netzwerkunterhaltung über Kriterien hatten. Ich gehe davon aus, dass wir regulatorisch konsolidiert und gemeinsam vorgehen werden mit ganz vergleichbaren Kriterien. Das Gute aber ist, eventuell kann schnell viel Impfstoff hergestellt werden. Die notwendige Voraussetzung ist, positive Ergebnisse in den notwendigen klinischen Prüfungen, gute Eigenschaften des Impfstoffes und ein akzeptables Nutzen-Risiko-Verhältnis. Was die Produktionsgeschwindigkeit angeht, da sind die jetzt verfolgten Konzepte eben im Vorteil, weil sie nicht wie beispielsweise bei der Grippeschutzimpfung einen langen Produktionsvorlauf haben, wo Hühnereier beimpft werden müssen oder dergleichen, sondern es lässt sich technisch sehr schnell realisieren. Das muss man differenziert betrachten. Also A, gibt es eine ganze Reihe von Entwicklungen, die ebenfalls voraussetzen, dass man den Erreger oder bestimmte Isolate des Erregers in großer Menge anzüchtet. Und das tut man dann wahrscheinlich eher auf Säugerzellen als auf Hühnereiern. Ja. Aber tatsächlich ist es so, dass RNA und DNA-Impfstoffe den Vorteil haben, dass sie hier mit gentechnischen Verfahren die entsprechende Erbinformation in großer Menge heranzüchten können durch Anzucht in Sicherheitsbakterien oder ähnlichen Formaten. Und das gibt natürlich einen Vorteil sowohl bei der frühen Entwicklung, weil sehr schnell die entsprechenden Erregerbestandteile und deren Erbinformation eingesetzt werden können in den Impfstoff, aber nachher auch bei der Herstellung, weil sie nicht die großen Sicherheitsmaßnahmen ergreifen müssen wie bei der großtechnischen Anzucht eines Erregers. Sie sprachen davon, dass in den USA oder in China im Grunde die gleichen Zulassungskriterien gelten wie bei uns. Es kann ja aber sein, dass der politische Druck auf die dortigen Zulassungsbehörden sehr hoch ist, ein Zulassungsverfahren abzukürzen oder deutlich zu beschleunigen. Kann man sich vorstellen, können Sie sich vorstellen, dass es dort bereits einen zugelassenen Impfstoff gibt, der bei uns noch nicht zugelassen werden kann?
Vorstellen kann man sich alles möglich. Ich kann nur sagen, dass sowohl die Regierungen miteinander zusammenarbeiten, dass die Kommission und die WHO dafür sorgt, dass gemeinsam gehandelt werden und dass wir natürlich ein Interesse haben, hier global Impfstoff bereitzustellen, aber auch global vergleichbare Kriterien anzuwenden. Und dafür gibt es sehr gute Anzeichen, dass das so passieren wird. Wichtig ist, dass am Ende richtig gehandelt wird und dass die Impflinge sich auf die Impfstoffe verlassen können. Und gibt es Druck auf Sie? Sagen Menschen, los, Psychotech, mach's nicht so kompliziert, wir brauchen den Impfstoff? Eigentlich machen wir es nicht besonders kompliziert, denn wir haben ja signalisiert, dass wir die Komplexität der Entwicklung verstehen. Unsere Expertinnen und Experten haben ja großes Wissen, das betrifft die Immunologie, das betrifft die Impfstoffplattform und deren Molekularbiologie, aber auch die Zellphysiologie. Das sind gute Voraussetzungen, die Komplexität zu entwirren. Wir tragen ja gerade durch unsere Vielzahl von Beratungen und durch die Möglichkeit, klinische Prüfungen zu kombinieren, die Möglichkeit, bestimmte Untersuchungen zu priorisieren, andere hinten anzustellen, dazu bei, dass die Entwicklung beschleunigt wird. Darauf kann sich die Öffentlichkeit, auch die Fachöffentlichkeit verlassen. Wie können wir sicherstellen, dass nicht in einem Land schon produziert und geimpft wird, in einem anderen Land nicht? Wie ist das koordiniert, dass es zu solchen unterschiedlichen Geschwindigkeiten nicht kommt, dass nicht das eine Land in die Röhre guckt, während die anderen schon geschützt sind? Es gibt hier Arbeitsgruppen bei der WHO, die zur Koordination beitragen, genauso wie die Europäische Kommission mit den Regierungen spricht. Und eigentlich sind sowohl die Impfstoffentwickler, egal ob akademisch oder industriell, als auch die Regulatoren gemeinsam in einem Netzwerk so verbunden, dass alle beseelt sind im Moment von dem Gedanken, die Pandemie durch eine gute Impfstoffentwicklung und die Entwicklung von mehreren Impfstoffen, das sei nochmal gesagt, zu unterstützen. Das ist ein globaler Gedanke und wir wissen alle, hier muss man fair und gleichberechtigt handeln. Das ist auch das Thema der Bundesregierung. Was bedeutet die gegenwärtige Situation für die Impfstoffforschung insgesamt? Ist das jetzt eine Zeit von Innovationen oder bauen wir auf Innovationen, die in den vergangenen Jahren vorgenommen worden sind? Ist das eine besonders dramatische Phase oder ist das eigentlich Business as usual? Es ist schon eine besonders dramatische Phase insofern, als dass ein großer Bedarf für den Impfstoff da ist. Und ich gehe davon aus, dass wir mehrere Impfstoffprodukte brauchen und bei dem großen Bedarf auch eine Reihe von Herstellern, um den Bedarf zu decken, so denn die Entwicklung erfolgreich sein werden. Aber natürlich ist die Impfstoffforschung intensiviert. Wir haben aber schon in den letzten Jahrzehnten sehr gelernt und haben jetzt sehr gute Impfstoffplattformtechnologien an der Hand. Es bilden sich Konsortien akademischer Art oder auch industriell, wie man an der Coalition for Epidemic Preparedness Innovations sieht. Und wir haben sehr gute Vorarbeiten geleistet, schon mal bei vergleichbaren Erregern und den Impfstoffentwicklungen da. Ich glaube, das neue Thema muss unbedingt sein, jetzt ist die Chance, mehrere Impfstoffprodukte bis zur Zulassung zu entwickeln. Und wenn das passiert ist, sind wir auch gut gerüstet dann für später auftretende Epidemien oder Pandemien mit vergleichbaren Erregern, dann die Impfstoffprojekte schnell umzustellen und schneller als diesmal Impfstoff bereitzustellen. Und dahin muss die Überlegung gehen. Das heißt, es gibt ein kurzfristiges Ziel, Pandemie bekämpfen durch schnelle Impfstoffproduktentwicklung und ein mittelfristiges Ziel, auf keinen Fall, auch wenn die Pandemie nachlassen sollte, diese Entwicklung vernachlässigen, sondern weiterzuführen bis zum Stadium der Zulassung, um dann besser gerüstet zu sein, wenn der nächste Erreger auftritt. Um das historisch einzuordnen, ist das jetzt die intensivste Forschungsphase in der Impfmedizin seit den 50er Jahren, als man einen Impfstoff gegen Kinderlähmung suchte und schließlich gefunden hat? Oder war AIDS der letzte Höhepunkt in der Impfforschung? Ich glaube, in der Impfforschung stellen sich verschiedene Herausforderungen. Um das Beispiel AIDS zu nennen, haben wir bis heute noch keinen klaren Ansatz, wie wir wirklich zu einem Schutz gegen HIV kommen können. Polio war sicherlich wesentlich unregulierter, als das heute ist, aber wir finden uns ja gerade auch in der Phase, wo wir uns mit der WHO zusammen um die Polio-Eradikation bemühen. Auf jeden Fall ist das jetzt eine Forschungsphase, die deutlich intensiver ist, als wir das zuletzt etwa 2014 und folgende Jahre bei der Entwicklung von Ebola-Impfstoffen waren. Eine letzte Frage. In den vergangenen Monaten oder Jahren war die Frage des Impfens ja eher überschattet von impfkritischen Debatten, dass irgendwie die Wirkungsweise und die Unschädlichkeit von Impfstoffen infrage gestellt wurde. Haben Sie das Gefühl sozusagen, da hat sich jetzt fundamental durch die gegenwärtige Situation was verändert? Ich glaube, die Gruppen, die wirklich
die Existenz von Erregern verneinen oder auch mit irrationalen Argumenten die Impfstoffprodukte versuchen, ins negative Licht zu stellen, waren immer schon da, werden bleiben. Aber zum Glück sind das kleine Bevölkerungsgruppen und auch diese sind nur mit Argumenten zu überzeugen. Grundsätzlich ist eine große Impfbereitschaft eigentlich in der Bevölkerung da und natürlich nimmt die zu, wenn viel über Impfstoffe geredet wird und Impfstoffe benötigt werden. Wir haben ja gerade bei den Impfkritikern viele Jahre lang beobachtet, dass das Bewusstsein für die Gefährlichkeit von Infektionskrankheiten gar nicht mehr da ist. Dadurch, dass wir jetzt eine Pandemiesituation haben, sehen die Menschen, wie gefährlich Infektionskrankheiten sind, wie tödlich sie sein können, mit wie viel Leid sie verbunden sind und schätzen womöglich mehr, dass Impfstoffe hier eine klare Erleichterung schaffen, nämlich entweder das komplette Abwenden der Infektion oder zumindest erlauben sie, den Krankheitsverlauf zu dämpfen und leichtere Krankheitsverläufe zu erreichen. Vielen Dank. Das war Klaus Psychotek. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Ich bedanke mich, hat Spaß gemacht. Dankeschön. Ich werde mich hier in den nächsten Tagen mit weiteren Gesprächspartnern aus der Bundesregierung und aus dem sogenannten nachgeordneten Bereich unterhalten. Und ich hoffe, Sie sind auch dann wieder dabei. Das war Corona aktuell, der Podcast der Bundesregierung. Aktuelle Informationen unter bundesregierung.de/coronavirus.